Bayer Leverkusen hatte zumindest eine Hand schon an der imaginären Winterkrone in der deutschen Bundesliga. Aber dann kam im Spitzenspiel gegen Bayern München die 93. Minute, Robert Lewandowski und das 2:1 Siegestor für die Bayern. Bayern also Winterkönig im Deutschland. Für Leverkusen war es trotzdem eine sehr herzeigbare Hinrunde. Und auch für Dragovic, nämlich für Alex Dragovic, der dort unter Vertrag steht. Und der ist mir jetzt per Skype zugeschaltet. Darüber freue ich mich sehr. Servus Alex. Hallo. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, wollen wir gleich mit dem Unangenehmsten beginnen. Wie sehr nagt denn diese Last-Second-Niederlage gegen die Bayern, muss man ja sagen, noch? Ich muss ehrlicherweise sagen, noch immer eigentlich. Ich meine, wir können zwar stolz sein, wir haben gekämpft, oder auch die 13 Spiele, was wir bis jetzt gespielt haben, können wir eigentlich sehr, sehr stolz sein. Aber dennoch, ich glaube, das war eine unnötige Niederlage. Hätte nicht sein müssen, aber ich sage mal, aus solchen Niederlagen lernt man dann auch wieder dazu, weil man sieht, der Bayern München macht nicht so welche kleinen Fehler dann am Ende, wie wir sie gemacht haben, und deswegen sind sie auch zu Recht oben, und da müssen wir uns vielleicht noch einen Schritt steigern, wenn wir ganz nach oben wollen. Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Wir haben uns schon gesteigert im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir die knappen Spiele jetzt nicht verloren haben, wie hier Beispiel Hertha, wo wir dann das 0-0 mitgenommen haben. Von dem her, glaube ich, haben wir uns da schon gesteigert. Aber dennoch fehlt uns noch ein bisschen was, dass wir ganz oben, glaube ich, mitspielen können. Und deswegen tut die Niederlage sehr, sehr weh, aber glaube ich, dennoch ist hilfreich für uns. Du sagst es ja richtig, es waren ja beide Tore in Wahrheit vermeidbar, um nicht zu sagen, ein bisschen botschert, auf gut wienerisch gesagt. Was macht denn der Umstand, dass man jetzt eben nicht als Winterkönig in die Pause geht mit der Psyche der Spieler? Oder ist da jetzt eh zu viel reininterpretiert und wird das alles eh überbewertet? Am Ende des Tages, auch wenn wir Winterkönig gewesen wären, hätten wir jetzt auch keinen Pokal bekommen, von dem her wäre zwar eine schöne Momentaufnahme, aber dennoch sind es 13 Spieltage, es ist noch einiges zu spielen, und deswegen müssen, oder sind jetzt froh, dass wir jetzt eine Woche uns erholen können vom Kopf her, und dann müssen wir eh wieder neu starten, haben gleich ein schwieriges Spiel in Frankfurt auswärts, von dem her bringt es da jetzt nicht, jetzt irgendwas herum zu jammern, sondern einfach weiter voll drauf, unser Spiel zu spielen, unsere Philosophie, was der Trainer uns beigebracht hat, und versuchen da einfach wieder weiter daran anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Auch schon gegen Bayern, Meinung nach, war es kein schlechtes Spiel von uns. Natürlich haben wir ab und zu vielleicht zu eilig den Ball nach vorne gesucht, aber Bayern steht halt nun mal sehr, sehr hoch, und deswegen wollten wir mit unseren schnellen Außenspielern so das überbrücken. Ist uns nicht immer gut gelungen, aber dennoch, glaube ich, brauchen wir uns auch nicht vor Bayern München zu verstecken. Apropos Trainer. Peter Bosch, von dem ist die Rede, der ist euer Cheftrainer, das sei der Ordnung halber nur kurz erklärt. Hast du mitbekommen, welches Interview er nach dem Bayern-Spiel Sky gegeben hat, beziehungsweise was er auf eine spezielle Frage geantwortet hat, nämlich auf die Frage, wer denn deutscher Meister wird? Ich habe nichts mitbekommen, wir waren alle richtig enttäuscht, sauer in der Kabine, dass wir in der 93. oder in der letzten Sekunde das Spiel verloren haben. Und ich war auch ausgelaugt, ich habe irgendwo ein Sauerstoffzelt gesucht, von dem her habe ich das nicht mitbekommen. Okay, ich helfe dir gerne auf die Sprünge. Er hat also die Frage, wer denn deutscher Meister werden würde, zugegeben ein bisschen schmunzelnd beantwortet mit Bayer 04 Leverkusen. Was machst du denn mit dieser Information? Dass er versucht, Meister zu werden, zum Beispiel. Ja, ich meine, wir wissen schon natürlich, dass wir eine gute Mannschaft haben, eine sehr talentierte, hungrige Mannschaft. Dennoch sage ich einmal, ich bin persönlich, man muss sich hohe Ziele setzen, ja. Man muss aber auch aufpassen. Ich meine, Bayern München ist Bayern München, ganz klar. Uns muss einfach alles gelingen, aber man hat gesehen, wir können mithalten mit Bayern München, und dennoch hat uns das geschmerzt, die Niederlage, weil sicherlich auch einiges möglich war. Mit ein bisschen besseren Konter ausspielen hätten wir vielleicht auch das Spiel gewinnen können. Dennoch, sage ich einmal, Bayern ist der Favorit, und ich meine, Leipzig ist ja auch noch dabei im Rennen, von dem her, Bundesliga kann jeder gegen jeden gewinnen, und deswegen muss man da gucken und von Spiel zu Spiel gucken. Jetzt sind wir also eh schon mittendrin in der sehr kurzen Winterpause. Am 2. Jänner wird ja schon wieder gespielt. Wie viel Zeit für Regeneration bleibt überhaupt? Und wie hast du vor, die Winterpause konkret anzugehen? Mamba-Mentality. Training, Training, Training. Also natürlich ist es gut, Weihnachten zu feiern mit der Familie und so, aber ich bin kein Freund davon, dass ich jetzt eine Woche nichts mache, weil am 2. Jänner beginnt es ja schon wieder, und da muss man wieder bei 100% sein, von dem her. Ich werde weiter trainieren, weil die Besten trainieren auch weiter. Und so ist es auch, versuche ich es auch zu machen. Nur so wird man besser. Ich versuche mich einfach tagtäglich zu verbessern, den Trainer so schwer wie möglich zu machen, dass ich da mehr Spiele
Einsätze bekommen und man muss die Chance dann nutzen, wenn man sie bekommt. Und es geht ja am 2. Jänner für dich und für Leverkusen schon sehr spannend weiter, nämlich mit dem Duell gegen Eintracht Frankfurt. Du wirst es also mit deinem Nationalteamkollegen Martin Hinteregger zu tun bekommen. Rennt der Schmäh schon zwischen euch beiden? Ja, ich glaube, die haben ein bisschen Angst, weil die in den letzten zwei Spielen immer gefühlt 77 Tore gegen uns bekommen. Und werden schon ein bisschen Angst haben, aber ich meine, in Frankfurt ist es nie einfach zu spielen. Die sind eine brutal starke Mannschaft, sehr körperbetont. Muss auch sagen, sie haben jetzt auch nicht immer in den letzten Jahren den besten Platz gehabt. Im Stadion ist es sehr, sehr rutschig, immer sehr schwer zum Bespielen und sicherlich nicht gut für uns, weil wir sind eine spielerisch starke Mannschaft. Da spielt dann wieder Frankfurt mehr in den Karten. Aber wir werden uns so gut wie möglich vorbereiten und ich hoffe, mit dem Sieg und mit den 3 Punkten nach Leverkusen nach Hause zu fahren. Du hast deine Einsatzzeiten schon angesprochen. Das ist ja ein eigenes Thema in dieser Saison gewesen oder ist es eh noch immer losgegangen? Ist es ja alles andere als nach Plan. De facto bist du jetzt mit Saisonende nicht mehr aus der Stammformation wegzudenken, hast auch in Europa League und Bundesliga getroffen. Warum dieser Wandel unter Anführungszeichen? Warum läuft es jetzt, plump Ich gefragt? muss auch sagen, es haben ja auch viele Faktoren für mich gespielt. Mit Absoba hatte Corona, Sven Bender hat sich verletzt und dann kommt wieder das, wo ich immer gesagt habe, ich trainiere darauf hin, wenn der Tag kommt, dass ich die Chance nutzen muss. Die habe ich jetzt genutzt und dann ist es einfach bergauf gegangen, weil ich einfach immer hart an mir gearbeitet habe, immer an mich geglaubt habe, auch wenn es nicht immer einfach war, weil das hört sich jetzt immer leicht zum Sagen an. Natürlich hat man Tage, wo man dran zweifelt und so, aber dennoch habe ich darauf versucht, das hinzuarbeiten und dann ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Die Mannschaft hat super gespielt, wir haben Spiele gewonnen. Ich habe Tore gemacht, was ja auch nicht jeden Tag passiert, und dann ist das Endergebnis rausgekommen. Und du hast offenbar so sehr überzeugt, nämlich auch die Vereinsspitze, das Sportdirektor Simon Rolfes, dann medial vorgeprescht ist und hat gesagt, nix, Alex bleibt bei uns, Transferverbot unter Anführungszeichen. Weil Alex Dragovic und ein möglicher Wechsel, das ist ja auch so ein medialer Dauerbrenner. Also ich nehme mich da durchaus nicht aus. Ich gebe auch zu, wir haben dich gerüchteweise, glaube ich, schon überall hin transferiert, zu jedem namhaften Club in Europa. Der letzte namhafte Club, der mit dir in Verbindung gebracht wurde, war Roter Stern Belgrad. Wie konkret war das tatsächlich? Was hältst du da in die Kamera? Ja, tatsächlich, ja. Ist es schon der Vertrag? Nein, es wird wohl zu klein, der Vertrag. Nein, ich meine, jeder, der was mich kennt, weiß, dass ich Roter Stern-Hooligan bin, sozusagen, oder Fan bin. Das ist mein Herzensverein, dass es einmal ein Traum ist für mich, für Roter Stern zu spielen, im Maracana-Stadion mit dem Trikot aufzulaufen. Das ist ein Ziel, Kindheitstraum. Wann es passieren wird, ob es je passieren wird, weiß nur der liebe Gott. Und es freut mich natürlich, dass der Sportdirektor sowas sagt. Das heißt dann, dass ich meine Leistungen gebracht habe in den Spielen. Von dem her, ich bin bei Leverkusen unter Vertrag, ich kriege mein Gehalt von Leverkusen und da, solange ich da mein Gehalt bekomme, werde ich bis zum letzten Tag 100% geben für den Verein, für die Mannschaft. Und das wird auch so in der Zukunft sein. Ich bin so ein Mensch und was dann in der Zukunft passiert, wird man sehen. Aber war es tatsächlich so, wie es medial kolportiert wurde? Hat Rolfes dir ein Wechsel- oder Transferverbot erteilt? Ja, wir haben schon noch Gespräche gehabt und er hat mir gesagt, dass er mich nicht gehen lassen wird. Natürlich sagen niemals nie im Fußball, weil wenn man vor 1,5 Monaten gesprochen hätte, war ich gefühlt der 77. Mann im Kader und da hätten sie gesagt, ich könnte vielleicht gehen. Also von dem her muss man da immer da die Kirche im Dorf lassen, so schön wie ich jetzt immer sage. Von dem her, man weiß nie, was in einem Monat wieder passiert. Ich weiß, Fußball kann so schnell gehen in eine und die andere Richtung. Deswegen versuche ich da immer im Hier und Jetzt zu leben. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Und natürlich, mein Herz ist bei Leverkusen, ich bin hier unter Vertrag und wir haben noch einiges vor in dieser Saison. Wir haben interne Ziele gesetzt. Die sind hoch und deswegen wird jeder Spieler gebraucht. Aber Fakt ist ja, dass dein Vertrag im Sommer ausläuft. Wie intensiv laufen denn auch vor diesem Hintergrund die möglichen Gespräche mit Roter Stern? Das macht alles mein Management. Ich habe mich versucht, jetzt die letzte Woche war sehr intensiv, beziehungsweise mit Köln, mit dem Spiel, habe ich auch einiges gut zu machen gehabt durch die letzten Jahr rote Karte. Das Spiel ist ja für die Fans ein Derby, das mussten wir gewinnen, was wir auch gewonnen haben für die Fans. Deswegen habe ich mich da komplett nur auf diese Woche konzentriert und gar nicht jetzt irgendwie über Vereine oder Spekulationen oder Management, Manager angerufen, sondern nur auf die Spiele konzentriert. Und dafür hat man einen Manager, der muss auch was hakeln, der soll das hakeln und ich muss am Platz hakeln. Ganz klare Aufgabenverteilung, sehr gescheit. Wir werden jedenfalls an der Causa dranbleiben und dann mag ich, wenn es recht ist, mit dir ganz gerne über das Nationalteam sprechen. Auch da
blickst du und blicken wir ja auf eine sehr turbulente, unmittelbare Vergangenheit zurück, weil punktemäßig hat ja alles mehr oder weniger gepasst. Franco Foda darf sich sogar den bisher besten Punkteschnitt eines österreichischen Teamchefs auf seine Fahnen heften und trotzdem hat es gerade gegen Ende der abgelaufenen Länderspielsession einiges an Kritik gegeben. Ist diese Kritik zurecht gekommen? Zu Recht oder nicht zu Recht, ich meine, am Ende des Tages geht es ja nur um Punkte, das ist ganz klar, das haben wir erreicht. Ich meine, wir Spieler wissen, dass wir natürlich besser spielen können. Ich meine, es war jetzt auch nicht alles so schlecht, wie es immer in den Medien dargestellt worden ist. Wir haben jetzt nicht 90 Minuten katastrophal gespielt, sondern wir haben halt Phasen gehabt, wo wir natürlich nicht so gut gespielt haben oder nicht das durchgebracht haben, was wir zeigen wollten. Aber am Ende des Tages bin ich noch immer der Meinung, wir kriegen nicht mehr Punkte, wenn wir 8-0 gewinnen, als wir ein 1-0. Es kommen nur die 3 Punkte her und das ist am Ende des Tages wichtig. Portugal hat auch nicht überragend gespielt bei der EM und ist Europameister geworden. Und heute redet keiner mehr, ob sie gut oder schlecht gespielt haben. Sie haben den Pokal in die Höhe gehalten und das ist, was zählt. Und so ist das bei uns. Die Punkte zählen. Natürlich wollen wir besser spielen. Wir arbeiten darauf hin, versuchen es auch in der Zukunft besser zu machen. Aber am Ende des Tages Punkte, Punkte, Punkte. Ja. Alles klar, und Punkte wird es definitiv auch in der Europameisterschaftsqualifikation brauchen. Die startet dann ja Mitte oder Ende März mit 3 Länderspielen gegen Schottland, Färöer und dann gegen Dänemark. Der mediale Tenor war bezogen auf die Gruppe, in die Österreich gelost wurde. Das ist eigentlich eine machbare, vielleicht sogar eine dankbare Gruppe. Für die Ahnungslosen vielleicht, ja. So muss ich leider sagen. Ich meine, natürlich ist es besser, wenn man gegen Dänemark spielt, als wie vielleicht gegen Frankreich. Ja, gebe ich jedem recht. Aber wenn man sich die letzten Spiele anschaut von Dänemark, die haben jedes Spiel gewonnen. Wenn ich mir anschaue, die WM, sie waren klar das bessere Team gegen Kroatien, unglücklich im Elfmeterschießen verloren, meiner Meinung nach. Also Dänemark ist ein harter Brocken. Und wenn man sich jetzt anschaut, Israel, haben wir auch auswärts verloren. Also das natürlich ist es alles machbar. Unser Ziel ist, den ersten Tabellenplatz zu holen, weil sonst braucht man nicht antreten. Aber wenn ich jetzt wieder höre, machbar und dankbar, ich meine, wir müssen sowieso jeden nehmen, was kommt. Aber wenn man sich anschaut, heutzutage geht man in kein Spiel mehr und gewinnt 3-0 so leicht oder so. Hat man auch gesehen bei uns gegen Luxemburg. Die haben auch bei 0-0 200%ige Chancen vergeben. Also in jedem Spiel ist 100% gefragt. So ist es natürlich auch jetzt, wenn wir gegen Dänemark spielen. Die müssen auch 100% gegen uns zeigen, weil sonst verlieren die gegen uns. Das ist auch klar. Die Rede ist natürlich von der WM-Qualifikation, nicht wie ich es fälschlicherweise behauptet habe, von der EM-Qualifikation, nur damit ich meinen Lapsus wieder ausbessere. Von der EM wird dann spätestens, sagen wir mal, ab Frühjahr die Rede sein, denn es steht ja so, der Corona-Gott will unter Anführungszeichen tatsächlich die EM-Endrunde an. Wie präsent ist denn dieses Turnier schon bei dir? Ich muss sagen, gar nicht noch. Also fokussiere mich oder konzentriere mich voll nur auf Leverkusen, auf die jetzigen Spiele, was noch voranstehen. Man weiß ja auch nicht, was passieren wird durch Corona. Ich habe auch gedacht, jetzt am Ende des Jahres durch Weihnachten und Silvester. Ey. Sorry. Alles gut. Dachte ich, dass alles besser wird. Und es wird eigentlich alles schlimmer. Also so gefühlt, von dem her, man wird sehen, wie und in welcher Art es stattfinden wird. Und da muss man das Beste draus machen. Ich hoffe, sie wird stattfinden. Und wenn sie stattfinden, müssen wir einfach ein besseres Gesicht zeigen als bei der letzten EM. Ich mag dich noch kurz auf die ewige Einsatzliste im österreichischen Nationalteam ansprechen. Dort rangiert Alex Dragovic derzeit ja auf Platz 5 und zwar mit 86 Einsätzen. Zur Relation, auf Platz 1 liegt Andi Herzog mit 103 Einsätzen. Unmittelbar vor dir liegt dein Kumpel, nämlich Marco Arnautovic mit 87 Einsätzen. Wie groß ist der Kampf ums ewige Leiberl sozusagen zwischen euch beiden? Ist das ein Thema zwischen euch? Nein, gar nicht. Also für mich persönlich. Also wir haben noch nie über das geredet. Wir versuchen einfach unsere Leistung zu bringen im Nationalteam, der Mannschaft zu helfen, die Siege einzufahren, unsere Ziele zu erzielen. Und dann, wenn wer wie viele Spiele macht, ist natürlich ein schöner Nebengeschenk dafür, wenn man so viel leistet. Aber ich glaube, jetzt keiner von uns denkt jetzt, dass er Andi überholt. Ich denke, es wird passieren. Ich glaube, wir spielen noch ein paar Jahre, hoffentlich. Ich noch 10 Jahre, er noch 8 Jahre. Also wird da noch hoffentlich einige Spiele dazukommen, solange wir verletzungsfrei bleiben. Von dem her, aber uns ist wichtig, dass die Mannschaft da, der Fußball ist ein Mannschaftssport und uns ist wichtig, dass wir unsere Ziele erreichen und jetzt nicht da, ob da einer in Andi überholt oder die meisten Länderspiele macht.
Aber das ist ja mal eine Ansage, dass es noch 10 Jahre von dir im Nationalteam gibt. Ibrahimovic ist auch 38 und spielt noch. Warum nicht wir? Absolut, lasse ich gerne so stehen. Wie schmeckt denn eigentlich der Arnautovic-Gin oder der Arnautovic-Wodka? Habe ich noch nie probiert, er hat uns noch nie mitgebracht. Von dem her sollte er mal mitbringen. Keiner hat einmal gemacht, oder? Sollte er beim nächsten Lehrgang vielleicht mal mitbringen, wenn wir dann drei Siege holen, wenn man sich mal was verdient haben nach dem Lehrgang. Absolut. Vorher wäre es nicht so gut, aber nachher dann, wenn wir 9 Punkte geholt haben, dann ja. Das sei euch dann gegönnt. Eine letzte Frage mag ich dir noch stellen, und zwar bezogen auf deinen ehemaligen Club hier in Österreich. Wie sehr blutet denn dein Herz, wenn du die aktuelle Performance der Wiener Austria mitverfolgst? Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so leicht immer. Ich bin jetzt nicht jeden Tag intern mit dabei, was da alles wirklich passiert, sondern auch nur extern außen von den Zeitungen, was ich mitbekomme. Klingt es ja nicht berauschend, aber man muss auch immer ein bisschen aufpassen. Wird auch gerne übertrieben, sage ich einmal in den Medien. Von dem her aber natürlich kommen jetzt nicht rosige Zeiten auf die Austria zu, auch für die Austria-Fans. Ich hoffe, dass sie noch ein paar Jahre überleben, weil in 10 Jahren komme ich zurück, dann mache ich es nochmal zum Meistertitel und dann mache ich es wieder zur Nummer 1 in Wien. Das ist mein Ziel. Aber ich glaube jetzt, dass einige Fehler passiert worden sind in der Vergangenheit, liegt ja auf der Hand bei der Austria, sonst wären sie nicht, wo sie jetzt sind. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen sich zusammensetzen, das nüchtern und analysieren, wo die Fehler gemacht sind, dass man bei Null beginnt und dann Schritt für Schritt wieder hinarbeitet, wo die Austria hingehört. Das sind ja lauter spannende Prognosen von dir in diesem Interview. Du hast ja noch einiges vor in deiner Karriere. Ja, 10 Jahre habe ich noch vor mir, von dem her, 10 Jahre habe ich noch Ziele gesetzt und die will ich so gut wie möglich noch also schaffen. Und Von beim dem her, wenn es Meistertitel Ibrahimovic schafft, schafft es Dragovic auch. und ein Meistertitel mit der Austria dann als krönender Abschluss. Dann brennt das Stadion, dann verbrenne ich das Horststadion vor Freude und dann hänge ich die Fußballschuhe Schade, dass ich jetzt schon das Interview beenden muss. Es ist wirklich sehr spannend und sehr unterhaltsam, dir zu lauschen. Aber mit einer allerletzten Frage versprochen, mag ich versuchen, dich noch ein bisschen menschlich darzustellen und nicht nur Profi-like. Wie viel Vanillekipferl darf sich ein Profifußballer in der Winterpause zu Weihnachten gönnen? Also ich bin der Meinung, jeder muss machen, was er will oder was ihm gut tut. Weil jeder am Platz musst du die Leistung bringen. Wenn du jetzt 3 Pizzen brauchst und 5 Big Mac-Menüs, ja, dann isst. Wenn sich dann glücklich macht und die Leistung bringst, warum nicht? Von dem her wird er ein bisschen, bin ich lieber Süßes, das ist eh gefährlich, darf da nicht zu viel reinhauen, weil ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, aber die Oma wird da schon ein bisschen was backen und dann werde ich das ein oder andere schon nehmen. Vielen Dank für deine Zeit, alles Gute und schöne Festtage. Ciao, Alex.